Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen lustigen kleinen Folge von Slime Rancher. Ich guck mal, was ich hier als nächstes als Tausch im Angebot habe. Ich brauche 13 von den Slimes und 8 von den weißen Slimes. Die werde ich jetzt erstmal sammeln müssen. Aber ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich in den Dungeon. Das mache ich jetzt auch. Das hatte ich ja gesagt. Deswegen gehen wir da jetzt mal einfach hin. Muss ich nur noch mich dran erinnern, wie ich da hinkam. Ja, ich hatte vergessen, beim letzten Mal einen Auftrag anzunehmen. Ach, hier ist schon die Höhle. Ja, super. Schluck. Ach du Scheiße. Warum sind das denn jetzt so viele? Kann ich die auch mit Wasser besänftigen? Schnell weg hier. So, hier wollen wir rein. Wo sind wir jetzt gelandet? Der Indigo-Steinbruch. Alles von einem, was von einem Grabungsprojekt übrig geblieben ist, das schnell den Bach runterging. Hat man mit Absicht noch nichts eingesammelt auf dem Weg hierhin. Ich war immer am glücklichsten, wenn ich für mich alleine war. Orte wie dieser alte Steinbruch lag mir wirklich schön ruhig und fast vollkommen leer. Also ging ich davon aus, dass das Leben auf der fernen Fernweite mir genauso liegen würde. Und als ob ich es nicht gewusst hätte, ich komme den ganzen Weg bis hierher und die erste Person, die ich sehe, naja, sie hat verändert, wie ich die Dinge sehe, schätze ich. Ruhig war nicht mehr genug. Mochte ihr lachen. Was ist das für ein verworrener Quatsch? Oh, Feuerslimies oder sowas. Ojojo, da unten geht's aber ab. Ich guck mal, was es hier noch gibt. Also von da kam ich. Achso, ich muss hier runter. Wenn ich was möchte. Na dann, machen wir das doch mal. Wo kommst du denn jetzt hergesprungen? Gibt's denn hier auch einen offiziellen Weg nach unten? Ach, Hühner. Obwohl Hühner sind ja auch Nahrung, ne? Ganz viele Slimes, wovon einige auch echt gefährlich aussehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich denen widmen soll. Ein paar Früchte, ich meine, ich gehe jetzt nicht in diesen eigenartigen Steinbruch, um ein paar Früchte zu sammeln. Knallslime. Ach, da ist schon wieder alles voll, ne? Aber ich wette, das gibt viel Geld. Vielleicht sollte ich die Viecher einfach füttern. Ja, mach mal das doch einfach. Was ist das? Schatzkapsel. Ah, interessant. Da können wir nochmal drauf zurückkommen. Auf jeden Fall geht es hier hinten weiter. Dann gucken wir... Ah... Ach, guck mal. Schon wieder jemand, der so viel frisst. Und schon wieder eine Schatzkapsel.
kann ich mich denn hier nicht beamen später? Was ist das denn? Ach, das ist auch irgendeine Sache. Dann komm, dann geben wir dir mal viel zu essen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Was? Magst du keine Pogo-Früchte? Ach, ich habe Knallslimes verfüttert. Tankbooster 2. Oder habe ich mich gerade verguckt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Verzwickte Zwiebel. Ja, friss Zwiebel. Ey. Könntest du mal einfach... Der mag die Pogo-Frucht nicht. Na toll. Jetzt muss ich auch noch gucken, was der frisst. Also Möhren ist, hat er auf jeden Fall gegessen. Was ist das hier? Ah, ich schalte die Map frei. Ah, der wird wenigstens angezeigt. Das ist ja schon mal gut. Und was ist das? Was ist das denn? Ja, ich meine, da kommen wir jetzt gleich eh noch hin. Vielleicht ist das doch etwas zum Teleportieren. Wo ging's da lang? Hier. Hä? Ich folge mal einfach dem Weg weiter. Aber es scheint mir, als wäre das nicht der richtige Weg. Nee, nee, ich gehe nochmal zurück. Hier, hast du ein Karottchen. Bitte. Ein Karottchen. Aber da oben komme ich gar nicht hin, oder? Nö. Vielleicht soll ich da auch noch gar nicht hin. Haha. Na gut. Folgen wir einfach froh und munter diesem Weg. Mhm. Was ist das denn hier? Dich will ich haben. Ah. Oka, Oka. Den hier können wir mal wegmachen. Kriegt auch noch einen Huhn zu fressen. Ich brauche richtig viel, ne? Habt ihr schon alles leer gefuttert? Ah. Obwohl, ja, die Pogo-Frucht können wir wegmachen. Zack. Aber ich weiß... Huch. Na? Ach, da war nichts mehr. Ich weiß, dass das immer noch nicht genug ist. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zeitaufwendiger, oder? Den zu füttern. Hui. Aber das kriege ich schon hin. Kriege ich schon hin. So, hab was mitgebracht. Bisschen Gemüse. Ein bisschen Hühnchen. Ah, das magst du nicht. Oka, Oka. Ah, ist der wählerisch, oder? Gut, weiter geht die Suche nach Futter. Ich gehe mal davon aus, dass ich später vielleicht höher springen kann. Was ist das denn? Ach, sind das auch Slimes? Welche, die im Wasser leben, oder was? Pfützplort. Ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Das ist ja schon wieder was Besonderes. Schön Möhren.
Hier bin ich immer hergekommen, wenn ich mal so richtig einweichen wollte. Es ist eine tolle Möglichkeit, den Kopf freizukriegen. Manchmal habe ich einen Pfützenslime beim Rotwerden erwischt und ich konnte nie sagen, ob das war, weil ich meine Badeanhose anhatte oder nicht. Was für ein Scherzkeks. Echte Clown gefrühstückt. Gut. Erkunden wir halt hier diese Gegend, ne? Ah. Da komme ich noch nicht hin. Ich könnte jetzt versuchen, da rüber zu springen. Was ist das denn da hinten? Aber ich glaube, das geht mit meinem Jetpack noch nicht. Lass mal gucken. Na, vielleicht doch. Oder? Soll ich es wagen? Nachher bin ich hinüber. Yes, es hat geklappt. Ich hoffe immer noch, dass es mal irgendwie sowas wie einen Teleportationspunkt gibt. Nein, da ist schon wieder so einer. Ach, nee, ich höre jetzt auf mit Füttern. Überall gibt es ja nur Slime-Schlüssel. Nur ist gut. Wie soll ich das denn hier hinbekommen? Okay. Oh, Scheiße. Darum die Warnschilder. Was war das denn? Ach, die sind radioaktiv. Leck mich fett. Jetzt habe ich mich aber gerade komplett verlaufen, Leute. Was ist das hier? Das war nur Slime. Jetzt bin ich aber hier echt in Gefilden gelandet. Das Essen. Das sind radioaktive Slimes. Ja, ich gehe mal so weit, mich die Füße tragen können hier, ne? Ah. Ah. Ich wollte noch nicht nach Hause. Oh. Das war das auch. Leute, das war das, was ich hier oben gesehen hatte. Womit ich nach Hause komme. Oh. Ich habe doch kaum was gesammelt. Ich habe zwei Pfützplots. Ah. Na, die geben auf jeden Fall mal gut Geld, ne? Knallslime. Shit, oder? Ich weiß, dass ihr schon wieder Hunger habt. Mögt ihr das? Oder mögt ihr Möhrchen? Nein! Die springen da schon wieder rein! Du machst dich mal vom Acker hier. Und du auch! Scheiße, ey. Was essen die denn zum Henker? Na, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Gehege für die schon mal. Das ist nämlich auch gefährlich.
Na, oh. Das ist eine richtig logistische Herausforderung hier. Aber hier liegt viel Geld rum. Das ist praktisch. Kann ich schon mal so sagen. Hier gibt direkt noch was Wasser. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Warum werden jetzt die blauen Plots nicht mehr eingesammelt? Ich glaube, weil einfach zu viele da drin sind, ne? Hm. Die pinken Plots geben auf jeden Fall wieder 10. Boah, guck mal, die Felsplots, wie krass viel die geben. Nee. Ah, das habe ich jetzt verwechselt. Ich dachte, das wäre das da. Egal, gibt trotzdem Knete. Ach, scheiße, ich hatte doch eigentlich eine Aufgabe machen wollen. Ja, dann ist es halt so, ne? Nee. Ich muss ja nur 8 von diesen Kätzchen einsammeln, aber... ich muss jetzt erstmal heier machen. Ich hoffe, da läuft die Zeit nicht weiter. Fünf Minuten nur noch. Okay, auf geht's. Die Zeit läuft. Jetzt muss ich Gas geben. 8 Kätzchen. Ich darf nichts anderes einsammeln. Lasst mich in Ruhe. 1. Nee, ich kann auch keine anderen Slimes einsammeln. Komm schon. Zwei. Drei, vier. Kommt schon, wo seid ihr? Lasst mich doch. Hier habe ich euch doch gesehen. Fünf. Davon, ja. Fünf, ich brauche noch 3 Stück. Komm, es gibt richtig gut Knete dafür. Mist! Wo sind die denn jetzt alle? Ach. Kann keine Post gebrauchen. Ich muss Meat-Slimes einsammeln. Ist doch klar. Scheiße. Wo sind die denn alle zum Henker? Keine neuen mehr. Ich habe versagt. Geht's hier noch weiter? Hier ist schon wieder irgendwas gefährlich. Da ist schon wieder so ein Meat-Slime, das man füttern muss. Wird das denn auch angezeigt?
Ich glaube, es werden nur die angezeigt, die man auch schon angefüttert hat oder so. Ah, nein. Ja. Ich glaube, ich habe verloren. Schade, sehr, sehr schade. Eigentlich, ne? Jetzt habe ich so viel Geld hier. Ja, dann ist es halt so. Pech gehabt. Dann gehe ich erstmal wieder nach Hause. Was soll's? Ja gut, ich kann die Mietsplots ja einfach schon mal... Ich meine, ich kann die ja eh schon mal einfach bei mir ins Gehege reinmachen, oder? Feurige Mietsplots wäre doch auch lustig, oder? Ei. Wisst ihr eigentlich, dass bei diesem Spiel die Zeit unheimlich vergeht? Jetzt habe ich schon wieder so lange aufgenommen. Schon über 20 Minuten. Hatte ich schon wieder gar nicht vor. Naja, jetzt ist es wieder so. Also das Schöne ist schon mal, wenn meine Viecher hier fressen, dann bleibt das Geld auch hier einfach tatsächlich liegen. So. So, schön alles einsammeln. So, ganz viel Futter. Huch, sorry, das ist jetzt ein bisschen hektisches Hin und Her auf dem Bildschirm. Ah. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Geld wieder abgeben. Ein paar Plorts. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt schon haben. Gibt immer noch ganz viele da drin, die nicht zufrieden sind, ne? Ist einfach zu groß, das Gehege, ist klar. Ach, lass mich doch. Lass deinen Frust nicht immer an mir aus. Ja, aber doch, Leute, hier liegt inzwischen eine Menge rum. Und was zum Henker? Was zum Henker machst du da draußen? Weiß man nicht so genau, ne? So, ihr bekommt nachher auch noch was zu essen. Aber jetzt wird erstmal schon wieder Geld verdient. So, jetzt haben wir aber wieder 1891. Traumhaft, oder? Hui! So, wie kann ich denn das hier pimpen? Ach, guck mal, tatsächlich. Slime-Scheuche. Eine ausgestopfte Puppe, die meine Ernte schützt. Aber es ist okay. Sprinkleranlage. Fruchtbarer Boden. Mhm.
Und hier wahrscheinlich dasselbe, ne? Was konnte man sonst noch mal machen? Sonnenschild. Plortsammler. Ja, ich glaube, der Plortsammler ist wirklich unermesslich, ne? Der steht aber an der blöden Stelle. So, ich möchte die Tiere auch gerne mal ein bisschen füttern. Ich müsste eigentlich jetzt mal aufhören, aber ich möchte die mal gerade füttern, habe ich gesagt. So, und hier kann ich 3 Gegenstände drin lagern. Hm. Was ist das denn da hinten? Ach. Ach so, das ist eine Ranch-Erweiterung, die Grotte. Ach, das ist eine Ranch-Erweiterung. Ach so. Ich dachte, es wäre ein neues Gebiet, das ich besuchen könnte. Ich wüsste gerne, was diese Bombendinger für Geld geben. Ist doch bestimmt auch gut, oder? Bräuchte ich nur gerade mal... Kommt, Leute, das gucken wir uns gerade noch an. Okay. So, ich habe ein bisschen was gesammelt. Ging super schnell. Und jetzt gucken wir mal, was hier Sache ist. Ich meine, die Meatsplots alleine sind ja schon deutlich mehr wert, ne? Karotten. Okay, hat kein Interesse dran. Weiß nicht, ob die sich nicht vertragen oder so. Aber es hat auf jeden Fall mal exakt gar nichts gebracht. Vielleicht sind die einfach noch nicht hungrig genug, ha? Und hier? Wie ist hier die Lage, Leute? So, jetzt sind wir aber wirklich soweit. Oh, die Zeit vergeht so schnell. So, da sind wir wieder bei 1781. Leider kann ich jetzt nicht genau gucken, was hier welcher Plot ist. Vielleicht steht das hier. Das Labor, die Docks. Was ist das denn? Ach je, gibt es noch so viel zu lesen. Ressourcen. Slimes. Ach du liebe Güte. Hier kannst du also auch noch alles mögliche über die Slimes nachlesen. Ich wüsste gern, was die Knallslimes. Gestrüpphühn essen die. Ach, die essen Fleisch. Das sind Fleischesser. Und das hier? Auch Fleischesser. Früchte, Gemüse, Fleisch. Die essen alles. Nur Gemüse. Aha, aha, aha. Gordo-Slimes. Ernährung der ursprünglichen Slimes. Lago-Slimes. Ach Leute, da kann man aber viel nachlesen. Der Terr. Liebling Rancher. Ach, guck mal. Terrs entstehen, wenn ein Largo, also ein großer, ein Plort, einer Sorte frisst, die er nicht selbst auch produziert. Eine schreckliche Transformation passiert und verwandelt den Slime in ein schlammiges Etwas, gefüllt mit wirbelnden bunten Farben und einem gnadenlosen Appetit. Alles, was der Terr will, ist fressen und sich replizieren. Na, bla bla. Ressourcen. Ich wollte gerne gucken,
Ah, guck mal hier. Gucken, was die einzelnen Teile alle so wert sind. Also von welchen Tieren es das gibt. Muss ich das alles auswendig lernen? Hm. Aber guck mal hier, das sieht doch feurig aus. 71 gibt das. Wow. Na, dann füttern wir den mal da drin ordentlich Fleisch. Das heißt, hier machen wir am besten einen Hühnerstall hin oder sowas. So. Da geht es aber dann erstmal beim nächsten Mal weiter, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.